Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es wird heute etwas länger, ich kann es euch schon mal sagen. Und ich habe heute einiges vor. Ich möchte nämlich Lias Kleiderschrank aussortieren und ihr Zimmer aussortieren. Das ist einfach noch so viel Spielzeug, was sie gar nicht mehr gebrauchen kann, was einfach nichts mehr für ihr Alter ist, sondern einfach noch richtiges Babyspielzeug. Und das wollte ich heute alles aussortieren, auch Sachen, mit denen sie gar nicht mehr spielt. Kommt einfach alles weg. Es kommt jetzt Weihnachten, das heißt, wir brauchen Platz. Es werden einige Geschenke kommen und genau, dementsprechend möchte ich einmal alles ja, aufräumen, ordentlich machen, vielleicht auch ein bisschen umräumen, weil sie bekommt von uns hier eine Kinderküche. Das seht ihr schon, das eine Teil, mit dem spielt sie schon. Und die soll nachher dann auch Platz haben und deswegen wollte ich dann schon mal so ein bisschen Platz machen, damit ich dann schauen kann, wo die hinkommt. Ich denke, sie kommt in den Flur, aber dann muss das Bällebad weg und das Bällebad wollte ich dann gerne bei ihr wieder ins Zimmer stellen, aber das zeige ich euch dann alles. Genau. Ich bin jetzt gerade aufgestanden mit Lia und Lia ist gerade noch oben bei Papa und ich habe schon die Brötchen in den Ofen geschmissen, damit wir frühstücken können. Jetzt werde ich noch schnell den Esstisch fertig machen, dann können wir gleich frühstücken. Und dann wollte ich euch auch noch unser Wohnzimmer zeigen, da stehe ich gerade drinne. Das ist nämlich ganz schön fortgeschritten und einige, die unsere Bauvlogs verfolgen, haben schon lange keinen Bauvlog mehr bekommen und wissen gar nicht mehr, wie das hier aussieht. Deswegen wollte ich euch das gerne auch noch zeigen. So, für ein bisschen mehr Realität hier auf YouTube. Das hier ist unser Wohnzimmer gerade. Es sieht aus wie Sau. Aber wir sind gestern Abend hier. Also Felix ist gestern Abend auf dem Sofa eingeschlafen. Und da sind wir einfach nur schnell hoch und genau das Chaos werde ich dann gleich beseitigen. Ja, hier ist unser Esstisch, den muss ich jetzt auch fertig machen. Hier habe ich schon unseren Adventskranz fertig gemacht. Habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Richtig, richtig süß und passend hier zum Wohnzimmer in Blau. Und ich fand das Reh hier so schön. Das habe ich übrigens alles von Teddy, außer die Kerzen, die sind von Action. Wir haben gefrühstückt, ich habe mich umgezogen und ich habe gerade schon ein bisschen was gemacht. Ich habe ein paar Fotos gemacht, damit ich was verkaufen kann. Oh, das ist total verrückt. Wir haben hier bei uns ans Fenster Meisenknödel gehängt und hier sind bestimmt die ganze Zeit 10 Vögel und hier oben alles voll. Total schön. Jetzt wollte ich einmal kurz das Bett machen. Wäsche habe ich vorhin schon aufgehängt und dann gehe ich ins Bad. Das Bad muss geputzt werden und danach gehe ich in Lias Zimmer einmal komplett alles ausräumen. Bett gemacht und Wäsche habe ich wie gesagt vorhin schon aufgehängt. Die ist jetzt auch soweit wieder frisch. Das muss ich hier nachher gleich noch durchfegen. So, und hier ist Lias Zimmer. Ihr seht, es gibt hier einiges zu tun. Aber so ist es Standard bei uns hier. Lia ist einfach immer hier am Spielen und am Machen. Aber ich wollte, wie gesagt, nachher hier einmal alles aussortieren und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich denke mal, dass ich die Spielecke hier hinten, also diese Kuschelecke, wegnehmen werde, damit da das Bällebad hinkommt. Ich habe aber auch schon überlegt, ob ich das Bällebad eventuell ins Wohnzimmer stelle. Mal schauen, dann hat sich hier die ganze Ecke frei für das Puppenhaus zum Beispiel. Genau, mal schauen, wie wir das machen. So, jetzt geht es hier aber erstmal ans Bad. Das hat auf jeden Fall mal wieder eine Grundreinigung nötigt und wir haben hier eigentlich so einen Handtuchhalter angebracht, der ist jetzt aber zweimal schon wieder runtergefallen. Deswegen, ja, müssen wir uns jetzt irgendwas anderes einfallen lassen. Deswegen liegen jetzt gerade die Handtücher hier. Ja, aber mal schauen. Das werde ich jetzt auf jeden Fall einmal alles fertig machen. Einmal alles putzen hier. Das ist Lias
Trinkflasche hier neben dem Töpfchen. Schatzi, nimmst du die? Bitte schön. Genau, hier ist auch noch ein Telefon, Baby. Das ist auch noch mit? Bitte schön. Sie ist übrigens noch im Schlafanzug. Ist auch völlig okay, heute ist Sonntag. Alles kein Problem. Genau, wir haben jetzt hier auch das erste Mal in unserer Badewanne gebadet. Und muss ich auch noch einmal alles frisch machen. Hier haben wir so eine Matte, damit sie nicht ausrutscht. Die haben wir jetzt hier trocknen lassen, damit die nicht schimmelt. Upsala. Genau, das wollte ich auch noch einmal alles sauber machen. Und hier hat die ja so ein kleines Waschbecken. Da hat sie jetzt hier die anderen Sachen reingetan. Genau, es hat hier eigentlich auch noch so einen Spiegel. Hat sie hier so ein kleines Kinderwaschbecken für sich selber. Auch ganz schön. Genau, und hier haben wir jetzt auch so einen provisorischen Spiegel, weil wir ja noch keinen Spiegelschrank haben. Wir finden einfach nichts Passendes in diesem Holz. Deswegen haben wir jetzt hier einfach so einen normalen Spiegel drin. Ach so, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Einmal die Duschkabine und wir haben jetzt hier auch die Regendusche dran, wie ihr seht. Also das funktioniert jetzt auch alles. Es war ein bisschen friekelig, weil wir hier einen etwas größeren Abstand haben. Weil wir hier so eine kleine Wand noch drin haben und deswegen mussten wir hier so ein bisschen was bauen. Aber jetzt klappt das und alles fertig. Jetzt kann man hier auch schön duschen. Und hier muss ich gleich auch nochmal ein bisschen sauber machen. Soweit fertig. Das sieht wieder einigermaßen normal aus. So, Stoffwindel muss ich heute auch nochmal waschen. So, das Bad ist soweit fertig. Ich werde jetzt hier nochmal kurz durchfegen und nachher nochmal durchsaugen. Aber Staubsauger muss gerade noch laden. Und den Mülleimer nochmal ausleeren. Und sonst ist eigentlich alles fertig. Felix bringt hier gerade unseren Toilettenpapierhalter endlich mal ran. Den haben wir jetzt hier schon festgeklebt, aber der ist zweimal schon abgefallen. Jetzt schraubt er ihn ran, damit wir hier endlich mal unser Klopapier hinhängen können. Genau, und sonst müssen wir hier gleich nur noch hier das ganze Silikon wegräumen. Aber dann ist hier endlich wieder alles hübsch. Hier habe ich es auch gerade soweit frisch gemacht. Oh, ich liebe das hier mit dieser ganzen Deko und so. Genau, werde jetzt also noch schnell den Müll machen und einmal fegen und dann können wir hier abhaken. Lia ist gerade unten am Spielen. So, ich mache jetzt erstmal hier an die Stoffwindelwäsche. Das heißt, einmal alle einlagen und alles wieder einsortieren. Da habe ich ja, wie gesagt, hier zwei Wäschekörbe. Hier und hier ist der zweite. Das mache ich jetzt einmal als erstes. Das ist schon mal weg.
Lia hat sich hier gerade mit einem Buch in ihr Bettchen verzogen. Ihr Mama macht auf. Warte, Schätze. Ja, warte, Bibi. So. So. Lieben, die Kleine hat Mittagsschlaf gemacht und ich habe Lias Zimmer komplett fertig gemacht. Ich zeige euch das gleich einmal. Und jetzt habe ich gerade ein paar Sachen fotografiert. Und jetzt wird Felix Lias Geschenke, also Lias Weihnachtsgeschenk auseinanderbauen. Das zeige ich euch einmal kurz. Sie bekommt von uns ja hier diese IKEA-Küche, nur dass wir sie selber etwas pimpen möchten. Das heißt, wir möchten sie halt so ein bisschen pimpen und aufhübschen. Und deswegen baut Felix die jetzt komplett auseinander, dass wir dann die einzelnen Teile nachher lackieren können. Vögel? Wo sind die Vögel hier? Das ist ja diese ganz normale Standardküche von IKEA. Und wir wollen die eben so ein bisschen aufhübschen. Wir haben auch extra eine gebrauchte gekauft. Das sieht man, glaube ich, hier. Die hat hier so einen kleinen Wasserschaden. Aber das ist nicht schlimm, weil wir die Arbeitsplatte sowieso bekleben. Genau, wir haben auch extra eine gebrauchte gekauft, weil wir die sowieso einmal überarbeiten wollen. Und da hat sich eine neue einfach nicht gelohnt. Und genau, alles, was sozusagen jetzt in Holz ist hier, wird schön rosa gemacht. Das Weiße bleibt und die Griffe kommen in Roségold. So, und schon ist das Oberteil auch schon auseinandergebaut. Wir werden euch den da aber komplett mitnehmen. Also ich mache da extra Video zu, wie wir das Ganze aufhübschen. Und ich habe sie jetzt gerade auch schon in dem Rohzustand einmal abgefilmt, damit wir das dann einmal alles in dem Video festhalten. Ja, Lia, guck mal, das musst du auch gleich rausnehmen, ne? Herdplatte. Und ich mache mich jetzt hier an diese Kiste. Das sind alles Sachen, die ich genäht habe. Und die möchte ich jetzt einmal fotografieren. Und das wird dann nachher über eBay, über Instagram verkauft. Aber jetzt zeige ich euch erstmal kurz Lias Zimmer. So, gehen wir also mal kurz nach oben. Felix hat auch das Bad fertig gemacht. Und es ist vorhin noch die Toilette abgefallen. Das war ein Riesen-Fail. Und deswegen hatten wir alles voller Toilettenwasser und ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das war einfach nicht schön. Jetzt musste Felix die erstmal wieder reparieren. Aber ich glaube, ich zeige euch das einfach mal zuerst, was Felix da gemacht hat im Bad. Genau, hier ist nämlich auch... So, hier habe ich alles sauber gemacht, habe ich euch ja gezeigt. Felix war jetzt vorhin noch duschen. Und genau, die Toilette hängt wieder. Und wir haben jetzt auch hier den Toilettenhalter, den hat er jetzt angeschraubt. Den Toilettenpapierhalter. Genau, ganz schlicht, ganz einfach. Und die Toilette, wie gesagt, hängt auch wieder. Und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch einmal Lias Zimmer. Da habe ich ja aufgeräumt und den Kleiderschrank und sowas aussortiert. Das habt ihr so ein bisschen gesehen. Und es ist auch echt viel Spielzeug zusammengekommen, was ich aussortiert habe. Und auch einiges an Klamotten. Lias Bett ist noch nicht gemacht. Das habe ich ja vorhin einmal gemacht, aber sie hat da gerade drin geschlafen. Und dementsprechend ist das wieder unordentlich. Das mache ich jetzt aber gleich nochmal schnell. Aber ich kann ja anfangen mit dem Kleiderschrank. Also hier ist die Wickelkommode, die habe ich jetzt auch einmal komplett aufgeräumt. Da stand hier immer noch so viel Zeug rum, aber das habe ich jetzt einmal alles ordentlich gemacht. Und jetzt sieht es auch wieder hübsch aus. Und hier die Ecke habe ich auch aufgeräumt. Da stand zum Beispiel unter anderem das Gitter hier. Und hinter dem Schrank war ja die Babywanne von unserem Kinderwagen. Aber den Kinderwagen haben wir verkauft, deswegen kann das auch alles weg. Und deswegen haben wir jetzt hier richtig, richtig viel Platz. Und im Kleiderschrank habe ich jetzt vorhin hier, wie gesagt, aussortiert. Und da oben sind alles die Sachen, die zu klein sind. Also einfach so eine Menge. Und das muss ich jetzt einmal sortieren, was wir alles behalten und was einmal weg kann. Und hier ist jetzt wieder ein bisschen luftiger. Aber das sind auf jeden Fall alles noch Sachen, wo ich weiß, dass sie passen. Und genau, deswegen haben wir noch ein paar Sachen hier. Hier sind auch noch Sommersachen drin, wo ich auch erst überlegt habe, sortiere ich die aus. Aber ich denke mal, dass die da nächstes Jahr noch reinpassen wird. Und deswegen habe ich die jetzt erstmal drin gelassen. Ihr könnt ja mir in die Kommentare schreiben, ob ihr jedes Mal zum Winter die Sommersachen aussortiert. Oder ob ihr sie einfach drin lasst. Ich würde sie jetzt drin lassen, aber ihr könnt das aber gerne schreiben. So. Und auch hier habe ich, wie ihr seht, echt viel Platz geschaffen. Also eigentlich waren alle drei Reihen hier proppevoll. Und jetzt hat man hier überall so ein bisschen Platz, weil ich einfach ein paar Hosen aussortiert habe. Und auch Bodies.
Hier ist es auch wieder schön luftig geworden. Da ist einfach ein bisschen was rausgekommen. Und Lias Zimmer ist wieder ordentlich, wie ihr seht. Sie hat hier vorhin noch den Spielbogen geklaut. Den habe ich jetzt eigentlich auch aussortiert. Der stand die ganze Zeit hinter dem Wickeltisch. Aber da muss er ja auch nicht stehen. Der kann ja eigentlich auch schon längst weg. Und ich habe jetzt vorhin hier noch sauber gemacht, gewischt und sowas. Und hier immer wieder alles sauber gemacht. Und hier hinten sind ihre Spielzeugkisten. Und die hier ist komplett leer. Eigentlich waren alle fast voll. Hier haben wir noch so ein paar Sachen drin. Und hier hinten haben wir auch nur noch ganz, ganz wenig Sachen drin. Also Platz für Weihnachten. Und hier habe ich einmal ihre Tonis hingestellt. Dann wisst ihr auch mal, welche Tonis wir so ungefähr haben. Da bekommt sie nämlich jetzt in dem Adventskalender von uns noch ein paar mehr. Und die habe ich jetzt hier mal alle so hingestellt. Und hier ist eigentlich immer ihre Toni-Box. Die ist aber gerade unten im Wohnzimmer. So, das ist also wie gesagt geschafft. Hier ist wieder alles ordentlich aussortiert und ich bin recht zufrieden. Ich wollte jetzt nochmal schauen, dass ich mir Felix dieses Regal noch anbringe. Das liegt da einfach schon seit, ja, 1,5 Jahren. Das kommt eigentlich hier noch hin, aber wir hatten nie die Zeit. Und hier habe ich auch noch so ein Bild, das wollte ich auch noch gerne hinhängen. Schauen wir dann auch nochmal, wie wir das irgendwie machen. Ich finde das nämlich hier total schön und hier ist ja jetzt auch der Platz sozusagen, schon der vorher immer der Heizstrahler, den brauchen wir aber nicht mehr. Das heißt, jetzt eigentlich kann er das Regal und das schöne Bild hin mal gucken.